Hallo, herzlich willkommen YouTuber und Commander Krieger und herzlich willkommen heute zu einem kleinen Exkursionsvideo zum Thema Schnuppertauchen. Ich befinde mich hier heute bei Aloha Diving und wir werden euch heute mal so ein bisschen zeigen, wie das Ganze aussieht. Es fängt damit an, dass ihr erstmal einen kleinen medizinischen Fragebogen ausfüllen müsst. Denn wenn ihr irgendwelche Probleme haben solltet, wie zum Beispiel ihr seid schwanger oder ihr habt Asthma oder ähnliches, dann braucht ihr ein ärztliches Attest, um tauchen zu gehen. Es haben viele gefragt, wie sieht es aus mit Asthma, kann ich tauchen gehen? Fragt am besten da euren Arzt, geht zu dem. Und wenn ihr vorhabt, im Urlaub tauchen zu gehen, lasst euch auf jeden Fall so eine tauchärztliche Bescheinigung ausfüllen. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das Ganze wird dann nochmal mit einem Haftungsausschuss bestätigt und damit haben wir schon mal den ganzen Papierkram abgewälzt. Jetzt gehen wir erstmal zur Ausrüstung. So, wir zeigen euch nun die Ausrüstung. Und dafür haben wir ein kleines Versuchskaninchen. Hallo. So, dieses Versuchskaninchen hat hier schon alles an. Flossen ist das unterste, gehört zur ABC-Ausrüstung. Da gibt es dann noch die Maske und der Schnorchel. Den haben wir jetzt diesmal nicht dran, einfach weil der nur im Weg stehen würde, aber der wäre auch mit dabei. Also, Maske, Flossen, Schnorchel, ABC-Ausrüstung. Dann kommen wir zum ganzen Gesamtbild. Das sieht natürlich jetzt so ein bisschen, ja, viele Kabel, viel Gedönse. Was ist das alles? Das zeigen wir euch. Wir fangen erstmal an mit dem Tank. Der Tank, dieses schöne Gebilde hier, 11 Liter Aluminium, liebe Freunde. Und da ist natürlich die Luft drin. Diese Luft ist getrocknet. Und wenn ihr euch mal jetzt mal vorstellt, wie viel Druck ist in einem Autoreifen, da haben wir so 2,5 Bar drin. In der Pulle sind gerade derzeit 170 Bar auf dem Kaloi. Das heißt, da ist ordentlich Druck drauf. Und wäre für mich, die rauszuatmen. Das Ganze muss natürlich irgendwie gehandelt werden. Und dafür gibt es dieses Gerät hier, dieses kleine schnuckelige Gerät, auf dem Scuba Pro MK17 steht. Das ist die sogenannte erste Stufe. Die sorgt dafür, dass der Druck verringert wird. Das heißt, weil wenn da direkt alles rausgekaloid würde, hätte der Robert, ich glaube, keine Lunge mehr, weil die einfach noch einmal weg wäre. Das nennt man eine sogenannte Deep Throat. Ja. So, jetzt kommen wir hier zu diesem Kabel. Wir folgen diesem Kabel und sehen hier den ersten Atemregler. Der erste Atemregler hat, ja, nimm dir mal den Mund. Nimm deine Hand da weg. Okay. So, es gibt jetzt verschiedene Methoden, um mit diesem Atemregler zu arbeiten. Der Robert atmet jetzt erstmal ganz normal durch. Wenn er jetzt allerdings Wasser im Mund hätte, dann gibt es hier diese sogenannte Luftdusche. Guckt euch die Backen an. Nicht mit mir. So, der gibt immer die Luft ab. So, der ist dafür da, damit ihr unter Wasser atmen könnt. Das haben schon viele gefragt, wie ist das Atmen damit? Fällt das schwer? Fällt es schwer? Überhaupt nicht, oder? Nein, sehr ähnlich, sehr, sehr ähnlich. Genau. Man merkt einen kleinen Unterschied. Alles. So kannst du halt atmen. So. Sollte mal irgendwas im unwahrscheinlichen Fall damit passieren, ist natürlich dann ziemlich blöd. Aber wir haben einen Ersatzatemregler am Start. Dieser ist hier gelb gekennzeichnet, damit alle direkt sehen, oh, der hat schon irgendwas am Start. Auch hier eine Luftdusche, wie es halt gewohnt ist. Bei einem, wie zum Beispiel jetzt hier bei Roberts Atemregler von Scuba Pro, der ist rund. Wenn ich jetzt mal zu meinem gehe, meiner ist hier so eckig. Ich habe jetzt die Flasche nicht aufgeschraubt, aber meiner ist hier so eckig. Also jeder Atemregler sieht ein bisschen anders aus. Grundsätzlich tun sie alle dasselbe. So, dann gehen wir wieder zum Tank und gehen von der ersten Stufe weiter und folgen diesem Schlauch hier und haben hier das sogenannte Finimeter. Auf dem Finimeter können wir den Druck ablesen. Hier momentan 170 Bar. So, sollte das Ding leer sein, heißt es, dass die Pulle leer ist. Das ist der Fall, wenn ihr keine Luft mehr habt. Der nie eintreten soll. Ein unvorsichtiger Taucher, ein dummer Taucher, der wird dieses Ding hier nicht im Auge behalten. Und was passiert dann irgendwann? Ich kann es euch mal zeigen. Ich schraub das Ding jetzt mal zu. Und jetzt atmet der Robert mal da durch. Ja, gut, ich mach das Ding erstmal kurz leer. Nee, du atmest da durch. Ja, warte, das dauert ein bisschen zu lang. So, Robert, atme mal.
So, dann ist Feierabend, dann ist Ende. Es kommt halt echt nichts mehr. Dann kommt halt nichts mehr. Das kann man sich so ungefähr vorstellen, wie wenn man atmet und die Hand vor den Mund hält. Ja. So fühlt sich das genau an. Es kommt kein Wasser rein oder so, wenn ihr unter Wasser seid. Es kommt einfach nichts mehr. Es kommt nichts mehr. Es hängt doch. So, und dann bist du froh, dass du einen Tauchkollegen hast, der nochmal so einen zweiten Atemregler hat. Weil die ganze Zeit einteilen wäre ein bisschen zu problematisch. So, ich habe jetzt wieder hier ein bisschen Luft aufgefüllt. Und jetzt kommen wir zur Tarierweste. Tarierweste, ADV oder Jacket genannt. Das ist dieses Ding, was der Robert hier hinten dran hat. Und dieser Schlauch hier hinten, der führt hier an einen weiteren Schlauch und hat hier zwei Knöpfe. Mit diesen Knöpfen kann man spielen. Und zwar, passt auf, ich zeige euch das jetzt mal, wenn ich den roten Knopf drücke, bläst sich das Ding auf. Mit dem weißen Knopf geht die Luft raus. Das dient dazu, dass wenn man zum Beispiel einen Tauchgang beendet hat und man ist an der Wasseroberfläche, man ist ein bisschen vielleicht außer Atem. Tauchen ist für den Körper ziemlich anstrengend, auch wenn man es nicht dauern darf, weil man die ganze Zeit nur so unter Wasser rumdümpelt. Aber wenn man dann an der Oberfläche ist, dann kommen noch ein paar Wellen und alles mögliche und du hast nicht die ganze Zeit Bock, dass dir die Wellen ins Gesicht klatschen. Also bläst du das Ding auf und du treibst schön gemütlich an der Oberfläche. Es gibt auch bei diesem Jacket, genauso wie beim Atemregler, auch verschiedene Ausführungen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel ein sogenanntes Wing Jacket. Das heißt, man hat hier so an der Seite so kleine Flügelchen, die sich aufblasen. Die kann man zum Beispiel auch hier über diese Notauslässe entlüften. Oder wir haben jetzt hier, das ist so das Klassische, was es eigentlich in jeder Tauchschule gibt. Die haben ja an der Seite noch so mega große Taschen. Da kommen erstmal Bleigewichte rein. Aber der Vorteil ist, wenn man diese Dinger hat und man hat das an, ich halte jetzt mal so weg, man hat dann hier diese Dinger um die Pocke und man bläst es auf und man bläst auch diese Taschen auf. Das heißt, fupp, man liegt ganz gemütlich an der Wasseroberfläche und das Ding ist schön. Dazu gibt es noch eine Signaltröte. Oh ja. Die haben wir hier. Dass wenn man mal um Meer ist, das Boot... Die ist nicht orange, viele sind rot oder orange gekennzeichnet. Das ist jetzt mal eine Customized. Genau, weil... Echt? So, warum? Weil wenn man irgendwie auf dem Meer ist und das Boot ist jetzt ein bisschen weiter weg und sieht nicht, dass man da mit seiner Boje rumwinkt, dann kann man nochmal ein akustisches Signal abgeben. So, das ist eigentlich die komplette Ausrüstung, die ein Taucher mit sich hat. Natürlich haben wir noch hier an der Seite noch kleine Bleitaschen. Ja, bei mir sind die. Die sind jetzt bei Robert sind die besonders klein, bei mir sind die schon ein bisschen größer. Oder hier sind die halt auch an der Seite drin. Die sind halt auch von Tarierweste zu Tarierweste verschieden und dienen halt dafür, dass der Taucher erstmal überhaupt untergeht. So. Das ist die Ausrüstung, mit der ihr ausgestattet werdet. Also jede Tauchschule, wo ihr einen Schnuppertauchgang machen könnt, hat eigentlich eure Größe vorrätig. Selbst bei mir war es so, dass es jetzt nicht die perfekte Tarierweste gab, aber es gab eine Weste, mit der ich auf jeden Fall klargekommen bin und vernünftig tauchen konnte. So, das war die Ausrüstung und jetzt erklären wir euch noch, was für Übungen gemacht werden müssen, damit ihr unter Wasser atmen könnt und vor allen Dingen auch klarkommt. Ganz wichtig, liebe Freunde, das Schnuppertauchen berechtigt euch nicht dazu, selbstständig zu tauchen. Es ist nur ein Schnuppertauchen. Das heißt, wenn ihr wirklich danach später tauchen wollt, braucht ihr einen Tauchschein. So, dann kommen wir zum Druckausgleich. Ich habe ja schon mal ein bisschen was darüber erzählt zum Thema Druckausgleich. Wenn wir unter Wasser gehen, dann müssen wir gucken, dass unsere luftgefüllten Räume, sprich unsere Lunge, unsere Nasennebenhöhlen, unsere Maske, unsere Ohren, dass die ja ausgeglichen werden. Sprich, dass der Druck ausgeglichen wird. Es gibt halt die Methode, Nase zuhalten oder kurz mit einem leichten Druck durch die Nase ausatmen. Also versuchen auszuatmen. Das ist eine Möglichkeit. Alternativ ist es genau wie beim Flugzeug auch. Dass man ein bisschen den Kiefer hin und her bewegt oder gehend. Gut, gehen ist unter Wasser ein bisschen problematisch, aber das sind so die Methoden, um den Druck auf den gewissen Bereichen auszugleichen. Bei der Lunge ist es ganz einfach. Einfach ein- und ausatmen. Wenn ihr die Maske auf habt und ihr geht unter Wasser, dann kommt natürlich auch ein gewisser Druck auf die Maske. Das ist ein sogenannter künstlicher Druck und da einfach durch die Nase ausatmen.
Die Kommunikation ist natürlich etwas Besonderes, denn wenn ihr 80.000 Kubikliter Wasser um euch herum habt und einen Atemregler in der Fresse habt, ist das Labern ziemlich schwer. Ihr könnt natürlich das Ding aus dem Maul nehmen und könnt zu eurem Gegenüber ein bisschen rumbrüllen, aber die Frage, ob der versteht und weiß, was ihr meint, ist natürlich umso schwerer, wenn noch gerade irgendwelche Motorengeräusche unterwegs sind. Dann gibt es, dank eines ziemlich schlauen Erfinders, Kommunikationsmittel mit unseren Händen. Und zwar gibt es dort das Wichtigste, das sowohl eine Frage als auch eine Antwort ist. Und zwar okay. Okay heißt, ist alles in Ordnung. Wenn ich also zum Robert schaue und frage, ist alles okay, dann erwarte ich, dass der Typ mir antwortet. Und im besten Falle, hey, bei mir ist alles okay. Das heißt, dieses Zeichen ist Frage und Antwort in einem und bedeutet okay. Seht ihr ziemlich häufig in unseren Videos. Und sollte mal irgendwas vorkommen, irgendein Problem, dann seht ihr dieses Zeichen. Wenn ihr zum Beispiel das erste Video von mir anschaut, Tauchgang mit Problemen, da seht ihr, dass ich dieses Zeichen mache und auf meinem Atemregler zeige. Das heißt, hey, ich hatte ein Problem mit meinem Atemregler. Alternativ, ich habe ein Problem mit meiner Maske, ich habe ein Problem mit meinem Ohr. Das heißt, ich zeige, ich habe ein Problem und zeige dann mit dem Zeigefinger auf den Ort, wo das Problem auftritt. Man kann zum Beispiel sagen, ich habe ein Problem mit einem Arschloch, aber den Finger stecke ich da jetzt nicht hin. So, des Weiteren gibt es noch folgendes Zeichen. Daumen hoch. Der Daumen hoch heißt, dass ihr erstmal dieses Video positiv bewerten müsst. Und, ganz wichtig, wenn ihr unter Wasser seid, heißt dieses Zeichen nicht, super, wir fühlen uns gut, sondern wir tauchen auf. Dieses Zeichen heißt nicht, du sollst das Video disliken, sondern es heißt, wir tauchen ab. Wir wollen noch ein bisschen tiefer runtergehen. Also tauchen wir ab. Dann gibt es das Thema, halt, stopp, da vorne ist irgendwie, was weiß ich, ein total giftiges Tier, halt, bleib stehen. Oder halt, ich will dir was erklären. Schaue auf mich, gibt es zum Beispiel auch noch. Das sind so die wichtigsten Themen, die ihr überhaupt braucht, um beim Schnuppertauchen, um miteinander zu kommunizieren. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr Begriffe, auch für die ganzen verschiedenen Fischarten und alles Mögliche, aber ne, das erklären wir euch dann irgendwann mal in einem anderen Video. Dann geht's ab in den Pool, liebe Freunde. Und die erste Aufgabe lautet, einfach ganz gemütlich an der Oberfläche durch den Atemregler rumplanschen. Einfach durch den Atemregler, wie beim Schnorcheln, ganz gemütlich ein- und ausatmen. Und das ist eigentlich die erste Aufgabe im Pool. Auf geht's zur nächsten Aufgabe. Wie das Atmen genau funktioniert, ist sehr einfach. Man steckt sich das Ding ins Mündchen, atmet kräftig aus und geht dann unter Wasser. Ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen. Man kann das Ganze natürlich auch wesentlich langsamer machen, aber ihr seht, es ist wirklich super simpel. Und wenn die Bläschen an der Seite rauskommen, dann atme ich aus. Ich bin mir ziemlich sicher, das kriegt ihr auch hin. Weiter geht es. Beim Schnuppertauchen müsst ihr auch gewisse Übungen machen und wir zeigen euch heute mal, wie diese Übungen ablaufen. Rechts haben wir den Simon, der Tauchlehrer, und links seid ihr. Ihr seid der Schnuppertaucher, in diesem Fall ist es der Robert. Es wird am Anfang jetzt gefragt, ob alles in Ordnung ist, dann achte auf mich und jetzt wird die Übung erstmal vorgezeigt. Man zeigt erstmal, was wird jetzt überhaupt gemacht und dann wird das Ganze nochmal vorgeführt und dann muss man es selber nachmachen. Also erstens tief einatmen, den Atemregler aus dem Mund holen, er muss nach unten zeigen. In der Zeit weiter ausatmen, dann den Atemregler wieder in den Mund stecken und durch kräftiges Ausatmen, ja, ihn freiblasen. Und ganz normal einatmen und ausatmen, einatmen und ausatmen. Die zweite Übung sieht ähnlich aus. Man holt kräftig Luft, holt den Atemregler wieder raus, atmet in der Zeit weiter aus, steckt sich den Atemregler wieder in den Mund und betätigt nun die Luftdusche, anstatt auszuatmen. Das Ganze wird so fortgeführt oder vorgeführt vom Simon und das Ganze muss der Tauchschüler bzw. der Schnuppertaucher nachmachen. In dem Fall jetzt Robert. Also, erste Aufgabe, tief Luft holen, dann den Atemregler aus dem Mund halten, in der Zeit weiter ausatmen, den Atemregler wieder in den Mund stecken und ausatmen. Und jetzt ganz normal einatmen, ausatmen. Alles in Ordnung? Okay, die zweite Aufgabe. Einatmen, dann den Atemregler aus dem Mund halten, in der Zeit weiter ausatmen, Atemregler in den Mund und die Luftdusche betätigen und weiter atmen. Alles bestanden? Sehr gut, erste Aufgabe erfüllt.
Die nächste Aufgabe ist, den Atemregler wiederzuerlangen. Simon zeigt das Ganze jetzt für den Schnuppertauchschüler und ich sage euch ganz ehrlich, es sieht wesentlich schwieriger aus, als es eigentlich ist. Also, so würde das Ganze für euch aussehen. Der Simon zeigt uns jetzt, wir müssen einatmen, wir nehmen den Atemregler aus dem Mund, er muss nach unten zeigen, wir atmen weiter aus, lassen dann den Atemregler hinter uns einfach runterfallen, beugen uns jetzt zur Seite, zu unserer rechten Seite, gehen dann mit der Hand, gehen wir dann ans Knie, gehen dann mit der Hand an den Tank und gehen dann mit einem großen Bogen nach vorne. Nehmen jetzt die andere Hand und gehen von unseren Zeigefingern aus bis zur Schulter. Und irgendwo da wird dann der Schlauch sein. Wir nehmen unseren Atemregler wieder, führen ihn in den Mund und atmen kräftig aus oder betätigen die Luftdusche. Das Ganze ist relativ simpel, sieht relativ schwierig aus. So, das Ganze hat Simon jetzt vorgemacht und jetzt muss das Ganze der Robert nachmachen. Jetzt schauen wir auf den Robert. Also, bitte mach mal bitte, was wir jetzt gerade gezeigt haben. Kräftig Luft holen, den Atemregler nach unten zeigen lassen, wegwerfen, zur Seite beugen, Hand ans Knie, Hand an den Tank, einen großen Bogen nach vorne, mit der linken Hand, dann den Arm abtasten bis zur Schulter, den Schlauch wieder erlangen, in den Mund und durch Betätigen der Luftdusche oder durch Ausatmen weiteratmen. So funktioniert es immer. Weiter geht's. Die letzte Übung im Pool ist das Maske ausblasen. Was bedeutet das? Wir werden jetzt in die Maske ein klein wenig Wasser reinfüllen, bis die ungefähr halb voll ist. Das Ganze wird der Simon jetzt hier vormachen. Dafür wird er oben das Gummi ein wenig lösen, dass Wasser in die Maske eindringen kann, sprich, dass Luft rausgenommen wird. Ihr seht es jetzt hier recht schwierig, beziehungsweise recht wenig. Das wird nachher noch mal ein bisschen genauer gezeigt. Es wird jetzt erstmal vorgemacht. Erstens, wir holen tief und kräftig Luft. Zweitens, wir gucken nach unten, damit die Maske auch nicht mehr beschlagen ist und schauen dann nach oben. Drittens, wir halten dabei die Maske am oberen Rand der Maske fest. Und viertens, wir atmen durch die Nase aus. Und so säubert man die Maske. Erstens, Luft holen. Zweitens, nach unten schauen. Drittens, die Maske festhalten, dabei dann hochschauen. Und viertens, durch die Nase ausatmen. Relativ simpel und schon habt ihr wieder eine klare Sicht. Funktioniert auch sehr gut für alle möglichen Schnorchler etc. Also hier nochmal die erste Aufgabe. Wir werden jetzt nochmal ein bisschen Wasser in die Maske reinlassen. Wir simulieren quasi, dass euer Kumpel, mit dem ihr tauchen seid, mit einer Flosse euch da gegen die Maske geschlagen hat. Kann ja mal passieren. Es ist auf jeden Fall Wasser in der Maske drin oder sie ist beschlagen. Dann schaut man nach unten, um die Maske zu säubern. Hält sie an den Ecken fest und atmet durch die Nase aus und schon hat man wieder eine klare Sicht. Und das waren dann schon alle Aufgaben, die ihr im Pool zum Schnuppertauchen machen müsst. Weiter geht es, weil es gibt noch ein paar Sachen. Wie sollst du dich unter Wasser verhalten? Natürlich musst du dir vorstellen, jetzt guckt der Fisch dich an und sieht dich darum wuchteln. Das ist nicht schön für den Fisch, das ist auch nicht schön für dich. Weil das Tauchen an sich ist eh schon für den Körper ziemlich anstrengend genug, da brauchst du nicht noch rumwuseln, rumwulacken ohne Ende. Dein Antrieb kommt durch die Flossen, wo du dich einfach mit fortbewegst. Deine Hände versuchst du relativ ruhig bei dir zu halten. Dadurch hast du auch mehr Luft, kannst länger unter Wasser bleiben und somit mehr die Unterwasserwelt genießen. Du bist hier im Urlaub und du sollst Spaß haben beim Tauchen und keinen Stress haben. Des Weiteren gilt, das ist genauso, wie wenn du irgendwie durch die Stadt rennst. Du fasst auch keine anderen Leute an. Du magst es nicht, wenn irgendwelche Leute, die du nicht kennst, auf dich zukommen, dir in der Fresse rumdrücken, dir an die Eier packen und was weiß ich nicht alles. Also, Regel Nummer 1, fasse nichts an, nehme nichts mit, lass es da, wo es ist. Merke dir, wie es ausgesehen hast und du kannst dir nachher anschauen, was es war. Das machen wir heute Abend bei den Ladyboys auch. Liebe Freunde, das war's zum Thema Schnuppertauchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es gibt natürlich jetzt noch die Frage, welcher Verband ist der coolste Verband auf der Welt? Es gibt Paddy, SSI, CEMAS, hast du nicht gesehen. Letztendlich ist es scheißegal, meiner Meinung nach, weil alle kochen mit Wasser. Keiner hat das Rad irgendwie neu erfunden. Der eine erklärt es so, der andere so. Letztendlich gehen alle unter Wasser und alle versuchen das Gleiche zu haben, nämlich Spaß. Und damit ihr den maximalen Spaßfaktor haben könnt, ist es für euch einfach so, dass ihr
euch vorher für eine Tauchschule entscheidet und diese Tauchschule aufsucht. Dann werdet ihr ein kleines Gespräch führen und werdet merken, ey, seid ihr auf einer Wellenlänge, interessiert ihr euch für die gleichen Themen oder ist der Typ so ein bisschen strange? Sollte er strange sein, ey, alles klar, es gibt genug Tauchschulen, meistens an den Orten, sucht euch einfach eine andere aus. So, und dann zum Thema, was kostet so ein Schnuppertauchgang? Das geht ab 75 Euro los, geht so bis 130, 140 Euro, aber Vorsicht, es gibt verschiedene Angebote. Zum Beispiel hier bei Aloha Diving, da sieht das Ganze so aus, ihr kriegt 3 Tauchgänge und 3 Mahlzeiten. Das ist natürlich schon relativ viel, dafür kostet das Ding auch 130 Euro. Auf der anderen Seite kriegt ihr für 75 Euro nur einen Tauchgang in Ägypten beispielsweise. Da ist die Frage, was wollt ihr machen, was wollt ihr tun? Es liegt an euch, ich wünsche euch viel Spaß beim Tauchen. Gut, Schuss, bis zum nächsten Mal. Euer Kumana. Tschüss.